Machtdemonstration in der Wasserball-Bundesliga. Die Wasserfreundinnen Spandau zeigen im ersten Heimspiel der Saison ihre Stärke und besiegen die Damen vom ETV Hamburg mit 26:3. Ich denke, wir haben von Anfang an mehr Druck in das Spiel gebracht. Die Verteidigung hat eigentlich immer gestimmt. Es waren ja nicht viele Gegentore. Wir sind immer nach vorne gegangen, jeden Konter durchgegangen. Und auch im Halbkreis waren wir einfach deutlich stärker und haben unser Spiel einfach den aufgezogen. Zuletzt noch im Eurocup aktiv, jetzt wieder zurück in der Liga. Doppelbelastung für die Wasserfreundinnen, davon im Spiel aber kaum etwas zu merken. Nach 10 Minuten führen die Gastgeberinnen bereits mit 6:1 durch diesen Treffer von Isabel Riley. Bis zur Pause kann das Team von Markus Stamm seinen Vorsprung bis auf 11:2 ausbauen. Eine Herausforderung für die Hamburgerinnen. Die haben gut verteidigt, haben uns frühzeitig unter Druck gesetzt, sodass wir nicht einfach einen Pass spielen konnten. Und dann ihre Kontertore halt genutzt und jedes Mal, wenn der Ball aufs Tor ging, war auch der so gefährlich, dass der ja gut ins Tor gegangen ist. Und so geht das Torfestival auch nach der Pause weiter. Nächster Treffer für die Wasserfreundinnen, 17:2 durch Megan Linder in der 21. Minute. Zwar bleiben die Hamburgerinnen stets positiv und pushen sich weiter, doch die Spandauerinnen bleiben eine Klasse besser. Zum Schluss ist es nochmal Gesa Deike, die zum Endstand von 26:3 netzt. Deike mit insgesamt 9 Toren beste Werferin und Spandau weiterhin ohne Niederlage in der Bundesliga. Ich meine, wir trainieren auch die letzten Wochen sehr hart und ich glaube, man sieht das langsam, dass wir echt uns deutlich verbessern. Bei Hannover wird es dann wieder so, dass wir viel Press spielen, aber trotzdem wollen wir versuchen, da auch mehr Härte zu zeigen, weil wir gerade das in der Euroleague brauchen. Doch bevor es international weitergeht, geht es nächstes Wochenende erst einmal gegen Waspo 98 Hannover. Dann soll natürlich auch wieder 2 Punkte eingefahren werden, am besten nochmal mit genauso vielen Treffern.